Ja, Leute, hier ist mal wieder euer Marco und ich bin heute unterwegs für den Bodywell T16 mal wieder. Und ja, hier möchte ich euch noch ein kleines Update mal geben. Und zwar hatte ich ja damals bemängelt, dass die Sattelstütze deutlich zu kurz ist. Also man sieht es ja auch schon, wenn ich allein jetzt nur hier neben stehe. Also der Sattel könnte noch deutlich weiter raus eigentlich für meine Verhältnisse. Ja, nun wisst ihr ja, der Sattel ist so schon maximal ausgezogen. Das heißt, hier geht einfach nicht mehr. Und ich wurde jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass Bodywell ja zu den neuen T16, die ab jetzt verkauft werden, immer noch eine längere Sattelstütze mit beilegt. Nämlich diese hier. Ja, einen kleinen Ticken länger ist sie tatsächlich. Ich halte sie mal so daneben. Also das ist jetzt so der Mindestauszug. Ein paar Zentimeter holen wir hier auf jeden Fall noch raus. Und ich würde sagen, wir bauen die jetzt heute einfach mal zusammen ein. Und dann gucken wir, ob das jetzt wirklich einen großen Unterschied macht. Und ja, für den Vergleich setze ich mich jetzt einfach mal so hier rauf. Also ihr könnt sehen, jetzt komme ich hier wirklich problemlos mit beiden Füßen hier auf den Boden rauf. Wenn ich jetzt hier mal so in die Pedale trete, ich sag mal so, das ist jetzt Kurbel ganz unten. Ihr seht, mein Knie ist wirklich bei weitem noch nicht ganz durchgestreckt. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Und ja, wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen um. Ich nehme euch da ganz gerne mal mit. Alles, was ihr hierzu noch braucht, ist außerdem noch einer oder zwei 13er Schlüssel. Ja, die sollte jeder eigentlich zu Hause haben. Ich weiß auch gar nicht, ob der bei diesem E-Bike, ob da sowas mit beiliegt im Lieferumfang. Ich habe jetzt einfach hier aus meiner Werkzeugkiste hier was gegriffen. Und wir bauen das jetzt einmal zusammen um und ich nehme euch mit. Ja, Leute, im ersten Schritt müssen hier oben unter dem Sattel die beiden Sechskantmuttern einmal lose geschraubt werden. Das geht mit dem 13er Schlüssel. Und ich stelle das E-Bike hier mal hin und dann filme ich das mal, wie ich das hier nebenbei einmal lose schraube. Ich habe ja jetzt hier, wie gesagt, einmal den hier, 13er Größe, einfach hier unten draufsetzen. Naja, das sollte eigentlich auch jeder hinkriegen, der schon mal an einem Fahrrad ein bisschen geschraubt hat. Auch wenn ich gerade so aussehe, als wenn ich das erste Mal mache. Einfach hier ein bisschen lose schrauben. Das gleiche dann auf der anderen Seite auch. Ich denke mal, das brauche ich jetzt hier nicht nochmal extra filmen. So, kann auch sein, dass das ein bisschen schwer geht bei euch. So, jetzt habe ich die hier einmal lose geschraubt. Jetzt merkt ihr, der Sattel ist lose. Dann können wir den einmal nach oben abnehmen. Legen wir uns den Sattel mal beiseite. Und ja, dann ist hier noch dieser Reflektor. Ja, der ist hier einfach nur raufgelegt tatsächlich. Hält ja auch so. Na gut, da sieht man wieder, ja, hier hätte man vielleicht eine Dichtung oder so ein hier so einen Zwischenabstandshalter mal reinlegen können. Aber egal, hält ja so. Einfach abgenommen. Ja, was wir jetzt noch zu tun haben, ist hier die Sattelstütze rausnehmen. Die sitzt auch sehr streng bei diesem Modell hier. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann jetzt nochmal die beiden Sattelstützen hier noch einmal gemeinsam an. Nochmal so, ja, dicht an dicht. Ich tue sie jetzt beide mal so, dass sie hier auf die minimale Einführungstiefe sind. Und ja, also ihr könnt schon sehen, also die hier ist nochmal deutlich länger. Ja, wir gucken uns das gleich mal zusammen an. Wie viel ist die denn länger? Was würde ich so schätzen? Ich würde mal sagen 10 cm bestimmt. Und genau, ich tue die mal rein. Dann schrauben wir das Ganze wieder fest und dann gucken wir uns gleich mal an, ob das wirklich einen Unterschied jetzt gemacht hat. Genau, zum Reintun, das geht auch wieder ziemlich schwierig. Sehr passgenau hier alles. Ich tue sie jetzt auch mal so hin, dass sie wirklich da ist, wo sie minimal sein muss. Einfach die höchste Stellung. Den Schnellspanner mache ich mal wieder zu. Dann kann sich hier auch nichts mehr verdrehen. Das sieht ganz gut aus. Jetzt nehmen wir uns hier unseren Reflektor, ja, einfach wieder oben rauf gesteckt scheinbar, so dass er schön, ja, in der Waagerechte leuchtet. Es gibt ja auch zwei verschiedene Methoden, so macht natürlich gar keinen Sinn. Ja, der passt auch nur einmal sinnvoll, da könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Dann nehmen wir uns hier wieder den Sattel und ja, tun den einfach mal hier oben wieder rauf. Oh, einfach oben rauf gesteckt. Das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Wo ihr jetzt noch drauf achten müsst, wenn ihr den Sattel hier montiert, da müsst ihr von der Seite gucken. Das muss eine schöne waagerechte Strecke sein. Also der Sattel sollte, wenn ich das so zeige, sollte wirklich so waagerecht sitzen. Achtet darauf, dass er nicht so gekippt ist oder so. Wenn er so ist, dann rutscht ihr ziemlich schnell mal vom Sattel runter. Das wird dann unangenehm. Und wenn er so gekippt ist, dann tut es irgendwann vorne weh. Deswegen immer, ja, schön in der waagerechte und dann passt das. Dann nehmen wir uns hier wieder den 13er Schlüssel und schrauben ihn einfach wieder fest. Und dann gucken wir uns gleich mal an,
auch schön gerade ausgerichtet. Dann gucken wir uns gleich mal an, ob das denn jetzt wirklich einen Unterschied gemacht hat. Und ja, mehr Spaß macht es natürlich, wenn man seinen Knarrenkoffer mitgenommen hat, mit einem richtig schönen Drehmomentschlüsselaufsatz. Aber es funktioniert auch so. Dauert dann natürlich ein bisschen länger. Und dann macht ihr einfach nach Gefühl richtig schön fest. Ich weiß jetzt hier auch nicht das offizielle Drehmoment tatsächlich. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wenn ich es herausfinde, schreibe ich euch das nochmal unten in die Kommentare rein. Der Sattel ist jetzt auf jeden Fall ordentlich fest. Und wir gehen jetzt hier mal wieder ein bisschen zurück gemeinsam, so dass ihr hier das E-Bike richtig schön wieder sehen könnt. Also man sieht auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, schon sehr, sehr gut, dass der Sattel deutlich höher ist. Ich halte jetzt nochmal die hier daneben und halte dann mal meine Hand dahin, wo der Sattel ungefähr normalerweise wäre. Ungefähr hier. Ja, ich würde mal sagen, gute 10 cm sind es tatsächlich geworden. Ich setze mich jetzt mal auf und dann gucken wir mal, ja, wie das jetzt so vom Winkel hier ist, ob ich meine Beine jetzt auch besser durchstrecken kann. Nochmal das Pedal. Wow. Mach ich mal wieder hier komplett runter. Seitenstände eingeklappt, einmal raufgesetzt und uiuiui. Oh, jetzt kommt da gerade ein Auto. Einen Moment. So Leute, das Auto ist vorbei. Ich setze mich jetzt nochmal hier ordentlich schön auf. Also man sieht, ja, es ist noch nicht komplett hundertprozentig durchgestreckt. Ich meine, gut, die Kurve ist jetzt auch nicht ganz unten hier gerade. Aber damit kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Es ist deutlich besser als vorher. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen fahren und euch dann gleich mal sagen, ob das wirklich gut passt. So Leute, dann fahren wir jetzt einfach mal eine Runde, jetzt mit der neuen Sattelstütze hier. Und ja, ich gucke einfach mal, wie sich das jetzt so verhält. Ja, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, so als Vergleich, also ich bin jetzt 1,78 Meter groß. Und ja, also ich merke jetzt schon auf den ersten Metern direkt, man merkt schon durchaus einen Unterschied. Man sitzt deutlich bequemer, man kann auch besser treten. Aber für mich persönlich können sie tatsächlich noch ein bisschen länger sein. Gut, das liegt jetzt aber vielleicht auch daran, weil ich es sowieso sehr, sehr gerne mache, wenn ich eine deutliche Sattelüberhöhung habe, im Gegensatz zum normalen Lenker. Aber ich würde mal sagen, ja, also bis vielleicht 1,75 geht es jetzt sogar richtig gut. Darunter auf jeden Fall auch, wer jetzt wirklich größer ist, für den muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, da ist die Ergonomie jetzt immer noch nicht ganz so perfekt, aber immerhin besser als vorher. Gut. Zum Thema Ergonomie muss man aber auch sagen, man hat ja auch wirklich ein sehr, sehr kompaktes Mini-E-Bike einfach. Hier geht es ja auch nicht darum, lange Strecken zu fahren, sondern wirklich halt hauptsächlich darum, überhaupt ja, von A nach B zu kommen mit einem möglichst geringen, kleinen E-Bike, was sehr, sehr wendig ist, sehr, sehr leicht ist. Dafür würde ich sagen, geht das hier definitiv schon. Und fahren wir mal hier auf den normalen Radweg hier rüber. Ja, von dem her passt das schon. Ihr habt zumindest einmal gesehen. Wie gesagt, ich würde mal sagen, bis 1,75 ist es jetzt definitiv in Ordnung fahrbar. Darüber ist es auch fahrbar, aber halt mit Einschränkungen auf jeden Fall. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao.